Dortmund zu Gast in Freiburg. Der Tabellenzweite von Coach Jürgen Klopp ist seit 10 Spielen ungeschlagen und holte dabei 24 von 30 möglichen Punkten. Der Tabellenletzte aus dem Breisgau hat gegen den BVB nur eins der letzten 9 Spiele gewonnen. Kein Abtasten, Freiburg in Rot-Schwarz mit der ersten Chance in Minute 4. Puzila, knapp vorbei. Der Sportclub will unbedingt zum Jahresende noch einen Erfolg landen. Und die Dortmunder, die zeigen in Minute 7 ihre Klasse. Gündogan, Kagawa, Lewandowski und das 0:1. Robert Lewandowski schon mit Saisontor Nummer 11 nach starker Vorarbeit von Kagawa. Die Gäste scheinen in der Folge alles im Griff zu haben bis zur 34. Minute. Rosenthal, Doppelpass mit Puzila. Und Jan Rosenthal gleicht für das Tabellenschlusslicht aus. Jan Rosenthal mit Saisontor Nummer 2. Die Partie wieder offen. Nur 3 Minuten später die stärkste Phase der Hausherren. Und die Chance, die Partie komplett zu drehen für Cissé. Aber der Freiburger Stürmer verzieht. Noch eine Minute bis zur Halbzeit. Rosenthal, Blaschikowski, Schiedsrichter Perl lässt weiterspielen. Gündogan, 44. Minute, 1:2. Trotz der Proteste des Sportclubs, das Tor regelkonform. Schiedsrichter Perl überstimmt seinen Assistenten, weil er sieht, dass der Pass auf Blaschikowski von einem Freiburger kommt. Somit kein Abseits. Dortmund geht mit einer Führung in die Pause. Die Gastgeber werden immer offensiver. Der amtierende Meister verlegt sich auf Konter. 59. Minute, Großkreuz. 1:3. Kevin Großkreuz mit einem Riesenhammer. Keine Chance für Torwart Baumann. Die anfälligste Defensive der Liga erneut geschlagen. Gegentreffer Nummer 38 für Freiburg. Noch gibt sich der Tabellenletzte nicht geschlagen. 63. Minute, Cissé scheitert an Weidenfeller. In Minute 70 machen die Gäste alles klar. Großkreuz, Lewandowski, 1:4, Doppelpack Lewandowski. Kevin Großkreuz passt zum besser platzierten BVB-Stürmer und der macht das ganz abgeklärt. So geht's aus. Dortmund landet seinen höchsten Auswärtssieg der Saison und ist nun seit 11 Spielen ungeschlagen. Der BVB überwintert auf Tabellenplatz 2.